Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die Combo ab der Version 3.2, also die Akku-Check-Combo, ab der Version 3.2 in Android APS einbinden könnt ohne Ruffy. Wie ich das Ganze gemacht habe, das zeige ich euch nach dem Intro. Hallo, ich begrüße euch zu Sandys Diabetes Loop. Ich bin Sandy und im heutigen Video geht es darum, wie man die Akku-Check-Combo ohne Ruffy in der Android-Version ab Android-Version 3.2 integriert. Ich habe das Ganze natürlich Stück für Stück gemacht. Das heißt, ich habe erstmal meine Pumpe aus Ruffy entkoppelt. Das zeige ich euch, wie das geht, Stück für Stück. Und bin dann hergegangen und habe die ganze Geschichte mit Android APS gekoppelt. Warum ich das Ganze gemacht habe und wie das Ganze, was das Ganze am Schluss bringt, das erkläre ich euch, nachdem ich euch gezeigt habe, wie ihr das integriert. Jetzt gehen wir ans Handy. So, nun sind wir am Handy und ihr seid jetzt live dabei, wie gesagt, wenn ihr das zum allerersten Mal seht. Also ich habe ja aktuell die Ruffy, die Combo über Ruffy verbunden. Und das möchte ich jetzt ändern. Dafür gehe ich erstmal in die Konfiguration. Und hier sieht man, dass ich die Combo über Ruffy verbunden habe. Jetzt werde ich das ganze Ding erstmal entkoppeln. Das heißt, also ich gehe jetzt mal hier raus. Gehe in meine Bluetooth-Einstellungen rein. Einstellungen. Verbindungen. Bluetooth. Schauen wir mal, ob ich das hier sehe. Die Spirit Combo, genau, da haben wir sie. Einstellungen. Die entkoppel ich jetzt erst einmal. Entkoppeln. Jetzt ist aber so, dass ich das natürlich in der Pumpe genauso machen muss. Das heißt, ich gehe jetzt hierher. Gehe durch. Bis zu den Bluetooth-Einstellungen. Das heißt, dass es verbunden ist. Genau, nochmal oben drauf drücken und dann tun wir es entfernen. Bestätigen. So. Jetzt sagt, das ist kein Gerät verbunden. Das ist so im Prinzip die Geschichte, die man grundsätzlich erstmal machen muss, weil die Combo kann sich nur mit einem Gerät verbinden. Vielleicht funktioniert das auch, wenn es verbunden ist, aber ich habe gelesen, dass die Kopplung eben komplett gemacht werden muss. Dann gehen wir nochmal her. Aha. Gut, die 0% Basalrate hat er sich gemerkt. Gehen wir hier rein und gehen hier auf Verbinden mit der Combo über direkt. Schauen wir mal, was passiert. Verbindungsaufbau seit 3, seit 4. So, vermutlich wird es nicht funktionieren, weil sie erstmal koppeln muss. Dazu gehe ich hier wieder in den Bluetooth-Modus. Ich gehe mal hier in die Combo 2 rein. Nicht mit der Pumpe gepaart, das dachte ich mir schon. Konfiguration. Dann mein Zahnrad dahinter, schauen wir da, was passiert. Ah ja, okay. Mit Pumpe verbinden. Pairing starten. Zulassen. Nach Pumpe suchen. So, also ihr seht, das Ganze funktioniert in dem Bluetooth im klassischen Sinne. Ah ja, jetzt seht ihr hier schon, die hat er gefunden. Bestätige ich. Koppeln, natürlich. Also die Verbindung ging jetzt relativ schnell, so wie es ausschaut. So. Gerät hinzufügen. Dauert manchmal ein bisschen, das wissen wir ja. Also beim Pairing, also beziehungsweise beim Verbinden lässt er sich ganz schön viel Zeit. Gerät hinzufügen, Verbindung, also scheint es auf jeden Fall zu funktionieren aktuell. Jetzt fragt er nach dem PIN-Code, den muss man hier natürlich eingeben. Also 1, 6, 8,
7, 4, 8, 8, 5, 1, 2. 1, 6, 8, 7, 4, 8, 1, 5, 4, 8. Also ihr seht auf jeden Fall, dass das Ganze ganz gut funktioniert. Also sagen wir hier auf OK. Jetzt schreibt er erfolgreich gekoppelt. Hier zeigt das auch nochmal an. Okay. So. Hier kann man jetzt verschiedene Sachen noch anklicken. Insulinreservoir automatisch erkennen, eingeben. Akkuwechsel automatisch erkennen, eingeben. Und die ausführliche Protokollierung schalte ich jetzt mal ein. Ich weiß noch nicht, was es bedeutet. Das probiere ich jetzt dann einfach mal aus. So, gut. Jetzt, wenn ich zurückgehe und hier auf die Combo V2 drauf drücke. Ah ja, okay. Jetzt sehen wir hier die letzte Verbindung, also gerade treibt Verbindung. Bluetooth-Herstellung, Versuch Nummer 2, also das zählt er dann auch. Und jetzt müsste hier vermutlich dann gleich das Display von der Combo auftauchen. Schauen wir mal. So, jetzt sieht man im Prinzip die Anzeige von der Combo hier drin. Er fragt jetzt schon alle Werte kurz ab. Oder liest den Status aus. So. So. Die 155 Einheiten zeigt er an. Das ist er. Wow. Jetzt fängt er gerade an, die ganzen Daten abzurufen. Ah ja, das treibt jetzt gerade. Also im Moment tut er alle Daten Stück für Stück runterladen. So, jetzt ist natürlich das Display dunkel, aber wie ihr seht, hier ist er getrennt, wann die letzte Verbindung war, wann die letzte Aktivität war, oder was die aktuelle Aktivität ist, Batterie, das Reservoir, letzter Bolus und temporäre Basalrate hat er jetzt vermutlich noch nicht. Ich denke, das wird es dann, wenn er das nächste verändert, entsprechend mit reinpacken. Basisbasalrate sehe ich, die Serien oder Pumpe, die Bluetooth-Adresse, also mache ich natürlich entsprechend wieder unkenntlich, weil die gehört zu meiner Pumpe. So. Okay. So. Jetzt seht ihr hier, wie gesagt, das Profil ist aktuell da ist. Combo V2, jetzt versucht er wieder Verbindung herzustellen, weil natürlich sich gerade die Basalrate verändert hat. Es ist auf jeden Fall so, dass die Verbindung stabiler sein soll als mit Ruffy, aber das werde ich jetzt dann einfach in aller Ruhe nochmal austesten und dann werden wir mal sehen, was dabei passiert, beziehungsweise was sich da verändert hat. Ich faktoriere die ganzen Werte ab. Und was hier neu sein soll, schauen wir mal, Demo kurz. Also hier sehen wir dann nochmal eine Geschichte, die wir vorher nicht hatten. Man sieht die abgegebenen Einheiten durch die Kanüle. Das heißt, 155 sind drauf, 142 sind bei mir durch die Kanüle schon durchgelaufen. Das Sensoralter klar, Insulinalter auch klar. Und Pumpenbatterie 7 Tage, 20 Stunden. Also das sind natürlich so Sachen, die man hier mit erkennt. Genau, so geht man her und koppelt die Pumpe, also die Combo von Ruffy zurück auf die reguläre, also auf die App. Das ist jetzt genauso integriert, wie es bei den Dana-Pumpen war. Und jetzt geht's zurück ins Studio. Nun habt ihr gesehen, wie die Integration der Combo funktioniert. Ist an sich kein großes Hexenwerk. Was ich toll finde, und zwar, ich blende es euch hier ein, und zwar kann man hier eben hergehen und kann verschiedene Informationen oder bekommt mehr Informationen über die Combo. Angefangen davon, dass sich das Display spiegeln lässt, das habt ihr hier, seht ihr hier, also sprich das, was man sonst auf der Combo in Ruffy gesehen hat, sieht man hier direkt auf der Pumpe. Man sieht natürlich auch, wenn man den Bolus eingibt, wie lange die Zeit in der Verbindung ist, also sprich da sieht man es sehr gut. Und zum Zweiten sieht man natürlich auch die Bolusabgabe, auch wenn sie komplett ist. Das Dritte, was man natürlich auch nicht vernachlässigen darf, ist die Stabilität. Also laut Entwicklern, ich habe es jetzt gerade erst mal ein paar Tage im Laufen, ist die Stabilität, also sprich die Verbindung zwischen Pumpe und Handy, stabiler wie über die Ruffy App. Ich für meinen Teil kann das jetzt nicht unbedingt bestätigen oder ablehnen, also ich hatte auch vorher nicht wirklich Probleme. Wenn ich Probleme hatte mit der Verbindung, lag es meistens an einer fast leeren Batterie
oder eben an einem kaputten oder nicht ganz hundertprozentig funktionierenden Batteriefachdeckel. Passiert ab und zu, wenn man in den Service-Packs natürlich das austauscht, die ganze Geschichte, dann kann das ab und zu mal passieren. Ansonsten muss ich sagen, ist Ruffy bei mir relativ stabil gelaufen. Ich habe es jetzt aktuell auch noch auf dem Handy drauf, als ja, Notfallgeschichte zur Not. Aber eigentlich, wenn das Ganze jetzt dann stabil läuft unter 3.2, dann werde ich Ruffy natürlich deinstallieren und habe somit wieder eine App weniger auf dem Handy, die mich in irgendeiner Form stören könnte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr damit jetzt in der Lage seid, die Combo einwandfrei zu pairen, also zu verbinden. Wie gesagt, ein bisschen Geduld braucht ihr. Wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben und ein Abo ist natürlich ganz toll für mich, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen rund um das Thema Combo verbinden oder Pumpen verbinden im Allgemeinen habt, zu X-Trip, zu Night Scout oder auch zu Android APS, gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Sandis Diabetes Loop. Tschüss!